Panorama. Ihr Podcast zu den Kiez Frankfurter AG Süd. Verehrte Nachbarinnen und Nachbarn, willkommen zu unserer nunmehr schon 6. Folge des Nachbarschaftspodcasts FAS Panorama. Mein Name ist David Fibelkorn Daumeda e Silva und ich bin der Moderator dieses Podcasts sowie der Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Kiezspinne Fass e.V. Unser Interview in der heutigen Folge sollte für unsere Nachbarschaft Frankfurter Allee Süd sowie die Bewohnerinnen und Bewohner des gesamten Bezirks Lichtenberg besonders spannend sein. Mein heutiger Interviewpartner ist der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit, Kevin Hönnecke, welcher im Interview auf die aktuellen Entwicklungen der Bauvorhaben in der Koppistraße sowie zum Mauritius-Kirch-Center eingehen wird. Der künstlerische Beitrag ist die Capoeira-Gruppe Cordao de Ouro, welche ihr Training in der Kiezspinne anbietet. Diese hat mit unserem Redaktionsteam zwei traditionelle Capoeira-Lieder produziert, welche Ihnen heute vorgestellt werden. In der Kiezspinne pulsiert das Leben und wir freuen uns, dass fast alle Angebote wieder wie im Vorkrisenniveau stattfinden können. Aber auch neue Beratungsangebote und Projekte haben in der Kiezspinne Einzug gehalten. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie. Und auch heute mein Appell bzw. Hinweis, sollten Sie gerne ein Audiowerk als Lichtenbergerin oder Lichtenberger erschaffen wollen, so verwirklichen Sie gerne Ihre Ideen mit uns. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam neue, spannende Audiowerke produzieren können. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind für Sie unter soundwerkstatt@kiezspinne.de zu erreichen. In unserem heutigen Programm erwarten Sie ein Interview mit dem Bezirksstadtrat Kevin Hönnecke, die Nachrichten aus unserem Kiez Frankfurter Allee Süd, die Rubrik Neues aus dem Bezirksamt sowie unser künstlerischer Beitrag der Rubrik Künstler aus dem Kiez Frankfurter Allee Süd. Hier stellt sich die Capoeira-Gruppe Cordao de Ouro mit zwei Liedern vor. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei unserer heutigen Sendung. Lichtenberger Interview. Mein heutiger Gast im Lichtenberger Interview ist Bezirksstadtrat Kevin Hönnecke von der SPD. In seinem Ressort ist auch die Stadtplanung und in letzter Zeit gibt es zahlreiche Vorhaben, die teilweise Fragen aufwerfen im Stadtgebiet und im Kiez, die teilweise eben auch bestimmte Unmutsäußerungen von Bürgern haben entstehen lassen. Und wir hatten uns heute überlegt, dass es doch zielführend und auch interessant für alle Bürger in Lichtenberg, insbesondere FAS, wäre, wenn Herr Kevin Hönnecke vielleicht auf ein paar gesammelte Fragen aus der Bevölkerung zum Bauvorhaben Koppistraße und zur Entwicklung im Mauritius-Kirch-Center nochmal Stellung nehmen oder eben diese erklären könnte. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich. Guten Tag, Herr Hönnecke. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Zunächst würde ich ganz gerne auf das Bauvorhaben in der Koppistraße eingehen. Da hatten Sie ja bei uns in der Kiezspinne kürzlich auch eine Infoveranstaltung gemacht. Da gab es in der Vergangenheit schon die eine oder andere Frage. Könnten Sie nochmal das Bauvorhaben für unsere Hörer in der Koppistraße oder für unsere Hörer das Bauvorhaben in der Koppistraße noch mal kurz darstellen? Ja, sehr gerne. Erstmal auch vielen Dank, dass Sie da die Infoveranstaltung zugemacht haben. Das war seit langem mal wieder meine erste Veranstaltung live mit Bürgerinnen und Bürgern hier und auch in der Kiezspinne. Also war wunderschön und war auch eine spannende Veranstaltung, weil es dann auch viel Dialog gab. Das tat mal wieder gut, nicht vor dem Bildschirm zu sitzen, sondern im Real oder im Realen zu reden mit den Menschen. Ja, das Vorhaben in der Koppistraße begleitet uns ja schon ein paar Jahre. Es gab mal einen Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans. Was ist ein Bebauungsplan? Vielleicht kurz dazu. Also immer dann, wenn es größere Vorhaben gibt, die irgendwie die Nachbarschaft doch sehr drastisch verändert oder bestimmte Umnutzungen von Flächen zum Ziel hat, beziehungsweise wenn Anwohnerinnen und Anwohner in einer großen Wirkung betroffen sind, wo wir dann wirklich gerne ins Beteiligungsverfahren gehen wollen, ist das Instrument eines Bebauungsplanverfahrens relativ sinnvoll. Dauert meistens etwas länger, deswegen wollen es die Investoren nicht so, aber ist für die Anwohnerinnen und für uns als Bezirk, um Planungen gut zu begleiten, eigentlich ein gutes Instrument. Diesen Beschluss, dass wir das machen wollen, so ein Bebauungsplanverfahren, haben wir im Jahr 2018 als Bezirk getroffen, also noch meine Vorgängerin damals in der Verantwortung. Und das betrifft das Gelände zwischen Frankfurter Allee, Buchberger Straße, Koppistraße, Albert-Hössler-Straße und der Hanack-Straße. Und dieses Gebiet, da plant ein holländischer Entwickler ein Gewerbegebiet mit hauptsächlich Büronutzungen oder Bürokomplexe zu entwickeln, die dann die Fläche deutlich mehr
bebaut sieht, als sie jetzt aktuell war. Und genau deswegen ist bei uns diese Bürgerinnenbeteiligung so wichtig. Und deswegen haben wir den B-Plan auf den Weg gebracht. Man sieht es ja auch immer wieder, in ganz Berlin sind Gewerbeflächen doch immer rarer gesät. Also ich kenne zahlreiche Unternehmer, die einfach große Probleme haben, Orte zu finden, an denen sie ihre Büros weiterentwickeln können. Wer sind denn die Investoren und was genau möchten sie denn dort entwickeln? Wissen Sie, was für Gewerbe dort entstehen soll? Ja, genau. Also es soll ruhiges Gewerbe entstehen. Also hauptsächlich eine Büronutzung ist dort geplant. Das ist natürlich jetzt immer die spannende Frage, auch gerade nach Corona, inwiefern die Büroflächen, die man vielleicht vor 2, 3 Jahren mal geplant hat, wie die noch gebraucht werden. Es gibt anscheinend einen hohen Druck auf der Büroflächenmarkt, vor allem so innerstädtisch oder so gut angebunden, wie es der Standort ist. Ich habe ja immer so ein bisschen Gefühl, so vielleicht ändert sich doch die Welt, weil jetzt Homeoffice ja doch dazu führt, dass Unternehmen weniger Flächen brauchen. Aber da widersprechen sich noch einige Investoren. Der Vorhabenträger hier ist Harry van Kamp, ist ein Niederländer und einige Projekte schon in Lichtenberg auf den Weg gebracht. Und der sieht da halt vor, wie gesagt, hauptsächliche Büronutzung, also ein ruhiges Gewerbe, was uns auch wichtig war, weil dort ja auch Anwohnende, also Menschen wohnen in der Nachbarschaft. Und da ist natürlich dann lautes Gewerbe etwas schwierig. Was eine Herausforderung wird, er plant mit relativ vielen PKWs. 500 bis 800 Pkw-Stellplätze, auch eine Riesensumme an Fahrerstellplätzen, auch eine Elektroinstallation zum Laden von Fahrrädern und Pkw soll es geben. Aber die Summe ist ja schon erstmal groß, sodass wir dort doch etlichen Verkehr weiter organisieren. Und ob das gerade die Buchberger Straße, die ja heute ein Riesenproblem ist, überhaupt schafft, sagen wir erstmal nein. Und die muss wahrscheinlich deswegen auch während der Bauvornahmen, die dann irgendwann mal losgehen, auch angepasst werden. Sie hatten vorhin Bürgerbeteiligung angesprochen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die zahlreichen Kiezbewohnerinnen und Kiezbewohner, die sich dafür interessieren, im besonderen Interesse haben, wann sie denn vielleicht die Bebauungspläne mal lesen können, wann sie dann eben auch mit über die tatsächlichen Sachen informiert werden. Können Sie was dazu sagen, wann die Bürgerinnen und Bürger in die Planung einbezogen werden? Ja, wir sind jetzt oder haben quasi oder sind im Laufen der sogenannten Trägerbeteiligung. Also es werden quasi Verwaltungen auf Berlin-Ebene und auf Landesebene, aber auch BVG und Bahn involviert, was sie zu diesem Vorhaben erstmal prinzipiell sagen. Gerade die BVG ist ja hier nicht unwichtig wegen der U-Bahn, die Verkehrsbehörde ist nicht unwichtig wegen der Frankfurter Allee und der Buchberger Straße. Schule ist hier oder Bildungsverwaltung ist jetzt hier nicht ganz so wichtig, weil keine Wohnungen entstehen. Aber die werden jetzt quasi erstmal eingeholt, um dort erstmal so ein prinzipielles Bild abzuholen, ob man da schon generell die Planung anpassen muss. Und nach diesem Schritt kommt dann immer die sogenannte Beteiligung der Öffentlichkeit. Die planen wir, naja, ich würde mal sagen, für Anfang 2022. Und da können wir das dann quasi mit einer öffentlichen Auslegung, mit einer Rückmeldung, mit dem aktuellen Stand quasi machen. Aber das sind die gesetzlichen Vorgaben, die wir hier beachten müssen. Aber wir sind ja jetzt, wie gesagt, wie in der Veranstaltung hier in der Kiezspinne, machen wir schon Informationen. Wir hatten doch in der BVV ab und zu schon mal Fragestellungen. Wir haben im Ausschuss Stadtentwicklung uns dazu immer schon wieder bekannt oder Fragen beantwortet. Und jeder und jede, die mir eine E-Mail schickt, kriegt dazu auch gerne natürlich Antworten oder auch Gespräche, die wir jederzeit führen können. Also das eine ist diese gesetzliche Bürgerbeteiligung, die wir machen müssen. Die planen wir wieder für Anfang 2022. Aber wenn es da größere Interessen gibt oder Veranstaltungswünsche oder Fragen, stehen wir da auch jederzeit bereit. Wann ist denn der Baubeginn geplant? Gibt es da eine klare Terminierung schon? Nee, also da wir wirklich noch viele Fragen hier zu klären haben, zieht sich das B-Plan-Verfahren auch jetzt natürlich nicht zur Freude des Investors. Ich glaube, dem wurde damals irgendwie 2 Jahre versprochen, was man, glaube ich, heute auch nie sagen würde. Die 2 Jahre waren 2020 dann rum. Jetzt könnte man sagen, okay, da war Corona, nehmen wir noch ein Jahr drauf, sind wir 2021, aber das ist dann auch schon wieder rum das Jahr. Das schaffen wir es auch nicht. Also ich glaube, hier, wie gesagt, 2022 wird der Prozess noch laufen. Da geht noch etwas Ja, Wasser die Spree runter. vom Gesetz angelegt ist ja doch auch das Planungsvorhaben von Bauvorhaben nach dem Bauplanungsrecht doch durchaus sehr gründlich in Deutschland. Ist jetzt auch kein Lichtenberger Problem, sondern generell ist das einfach in Deutschland, sind da sehr, sehr langwierige Schritte einfach mit enthalten. Das Gute daran ist, dass vieles doch ganz gut funktioniert in Berlin. Insofern
Ich kann mir bloß vorstellen, dass zahlreiche Kiezbewohnerinnen und Kiezbewohner doch ganz gerne auch wissen wollen, wie das mit den Bauarbeiten dann vonstatten geht. Wir wissen alle, Bauarbeiten vor der Tür, gerade von größeren Projekten, sind doch oftmals eine Lärmbelästigung, eine Schmutzbelästigung und ähnliches. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das einzugrenzen, wie lange das dauern wird und wie das so vonstatten gehen wird? Gerade die verunsicherten Teile der Gesellschaft sind da bestimmt ganz interessiert daran. Also wir werden auf jeden Fall informieren. Wie lange die Bauarbeiten dauern, hängt natürlich nachher letztendlich auch von dem ab, was tatsächlich dort entstehen will. Was aktuell geplant sind, sind echt nicht wenig Gebäude, die zu errichten auf jeden Fall eine gewisse Zeit dauern wird. Und dann ist auch die Frage, also wir haben ja mal ein Problem zwischen einer Baugenehmigung und dem Bauanfang. Ist gefühlt immer so, naja, sofort geht los, ne? Der hat die Genehmigung, baut er los. Es gibt aber auch einige Investoren, die, warum auch immer, weil dann ihr Lieblingsbauunternehmen nicht sofort kann oder weil sie den Markt gerade ein bisschen abwarten wollen, weil die Auftragslage gerade extrem hoch ist und deswegen warten sie noch. Also es kann sogar sein, dass zwischen der Genehmigung, die wir geben, auch wenn der Investor Riesendruck macht, und dem Baustart einfach Zeiten liegen. Deswegen ist es für mich wirklich schwierig zu sagen, wann geht es da los, wann ist es zu Ende und wie lange dauert das. Aber wie gesagt, ich glaube, hier vor 23 ist es perspektivisch eher schwierig mit dem wirklichen Baustart, was natürlich immer stattfinden kann. Ist eine Bereinigung der Fläche. Also wenn es Gebäude gibt, die gar nicht mehr gebraucht werden, die eigentlich leer stehen, sind wir als Bezirk immer sehr dankbar, wenn diese natürlich abgerissen werden, weil sie perspektivisch eh nicht mehr genutzt werden, damit wir nicht einen gefährlichen Leerstand haben, so, ne, der nachher irgendwie, warum auch immer, zu einer Gefahr immer wieder sein kann oder zu einer Vermüllung führt und so. Und die Arbeiten finden jetzt auch schon statt, ne, dass das Grundstück für sich erstmal gereinigt wird, also sogenannte bauvorbereitende Maßnahmen, also die Fläche entsiegeln oder enträumen und ja, gewissermaßen ebenen. Und von diesen Lärmbelästigungen sind natürlich die Anwohner jetzt leider schon betroffen. Aber das ist total in Ordnung. Also wie gesagt, da ist ja niemand, der verdrängt wird von der Fläche, weil da eine Wohnung irgendwie leer geräumt wurde, die genehmigt wurde. Oder ein Gewerbe, was eigentlich funktioniert. Also die Fläche war ja leer. Und deswegen kann man da rechtlich diese auch beräumen. Und ich kann mir vorstellen, dass bei längeren Bauzeiten dann kommen immer so seitliche Nebeneffekte. Also beispielsweise, da gibt es dann viele Baucontainer, da wird auch ein gewisser Müll dann eben immer wieder entsorgt. Das zieht quasi magisch andere Nutzungen, auch unerlaubte Nutzungen, unerlaubte Müllentsorgung an. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass wenn dort irgendwie sowas in der Schwebe ist, dass dann eben auch dort beispielsweise Dinge als Parkplätze genutzt werden, die nicht als Parkplätze normalerweise genutzt werden können. Wenn ich jetzt eine Bürgerin oder ein Bürger dieses Standortes bin, an wen kann ich mich wenden, wenn ich da irgendwie sowas merke, was mich stark belästigt, was so nicht sein sollte? Also am besten immer direkt gleich an mich, verteile ich das. Da muss man sich auch nicht Kopf machen, so wer ist hier eigentlich für zuständig, weil es gar nicht so schlecht ist. So, ne? Also für Probleme mit der Baustelle, also wie sehe ich nicht, die Baustelle ist irgendwie offen zugänglich und man kann schnell in eine Grube stürzen oder irgendwie weht der Staub da ständig runter von irgendwelchen aufgeschütteten Sandhügeln. Oder die bauen noch nachts um eins oder so. Also alles, was die Baustelle an sich betrifft, ist eigentlich die Bau- und Wohnaufsicht zuständig, an die kann man sich direkt wenden. So, was Vermüllung wiederum betrifft, was eigentlich mit der Baustelle nichts zu tun hat, da wäre wiederum das Ordnungsamt zuständig. Also man kann sich online oder telefonisch oder auch per Brief oder E-Mail ans Ordnungsamt melden. Ich finde immer dieses Ordnungsamt online sehr toll, weil da auch so ein Ampelsystem hinterlegt ist. Also da weiß man zum Beispiel, ne, wird mein Anliegen bearbeitet, ist es fertig bearbeitet, welche Rückmeldung gibt es dazu, man kann Fotos hochladen und so weiter. Viele haben ja heute ein Smartphone, ist relativ schnell machbar. Oder, und dann ist es auch vor allem registriert, dieser Vorgang. Ne? Dann ist es, also wirklich, dann muss man sich darum kümmern. Aber die nicht online sind, die können natürlich auch anrufen oder schreiben. Genau. Und dann sind bestimmte andere Dinge wiederum, ich sehe nicht, die, ja, muss der Bagger da die ganze Zeit rumlaufen, obwohl der Bagger gar nicht in Betrieb ist. Also warum ist der Motor an und karrt hier los? Oder müssen denn bestimmte Bauarbeiten um 7 immer beginnen? Kann man die nicht erst um 9? Das sind so Sachen, die kann man am besten natürlich mit dem Investor, mit der Baufirma vor Ort klären. So, ne? Ich habe auch, wohne ja hier auch zur Miete in Lichtenberg um mich herum oder auch nachverdichtet. Ich hatte auch mal Gefühl, so die besonders lauten Bauarbeiten mussten um 7 sein, während man um 10 und 11 dann eher das ruhige gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das Taktik war oder ob das halt so sein muss, aber da hilft dir doch mal ein Gespräch mit der Baufirma. So. Aber wie gesagt, ich bin ja auch immer sehr interessiert, was so in unserem Kiez abgeht, deswegen gerne auch einfach an mich wenden. Dann habe ich auch eine Übersicht, ob eine Baustelle irgendwie großes Potenzial hat. Und gerade bei Vermüllung, also gerade dieses,
ja, da ist dann ein Müllort und dann lädt man noch alles dazu ab und dadurch entsteht ja dann schnell ein Ort, der sich rumspricht und wo alle mal hinfahren. Das will ich erst recht nicht in Lichtenberg. Ne? Deswegen müssen wir sowas frühzeitig beheben, dass so eine Orte erst gar nicht entstehen, wo andere sich motiviert fühlen, auch Dinge abzuladen. Deswegen bin ich bei sowas besonders dankbar, auch wenn fürs Ordnungsamt ist der Kollege Schäfer, der Stadtrat, zuständig. Aber ja, gerne einfach an uns mehr wenden, wir verteilen dann die Arbeit schon. Dann, was ich mir auch gut vorstellen kann und was an uns auch oft herangetragen wurde durch Gäste unseres Hauses, die eben gerade bei dem Bauvorhaben ein großes Interesse haben, ist das Thema Lärmbelästigung. Ich bin ja nicht von vornherein Geschäftsführer dieses Hauses gewesen, sondern von Haus aus Jurist, kenne mich deswegen beim Bundesemissionsschutzgesetz und Landesemissionsschutzgesetz doch ganz gut aus, konnte auch das eine oder andere schon mal klären und die Super. eine oder andere Frage schon mal beantworten, an vorderster Front sozusagen in der Aufklärung mithelfen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die meisten Leute, die hier wohnen, das nicht so richtig kennen. Sie haben es selbst angesprochen, gerade zum Thema Lärmbelästigung, was, glaube ich, ein ganz neuralgischer Punkt bei Bauvorhaben ist. Diese Frage, kann ich jetzt 2 Jahre nicht ruhig schlafen? Werde ich jeden Morgen geweckt? Werde ich jeden Samstag geweckt? Ist für mich ein normales Leben noch möglich? Hatten Sie jetzt sowas wie 7 Uhr morgens schon mal in den Mund genommen? Eine Zeit, die wahrscheinlich nicht ganz, ganz unwichtig ist. Können Sie noch mal so ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal beschreiben, was kann bei Lärmbelästigung durch Bauvorhaben passieren? Was ist erlaubt und was nicht? Und worauf muss man sich für die etwas lauteren Zeitpunkte der Lärmbelästigung oder der Bauvorhaben einstellen? Also erstmal generell geht, wie für uns alle, auch für so eine Baustelle, die normalen Uhrzeiten. Ne, die sind meistens in Berlin zwischen 22 und 6 Uhr. Und dazwischen ist wirklich absolute, also da ist Ruhe. So, absolut natürlich nicht, aber jetzt keine irgendwelche Aktivitäten, die irgendwie Lärm im besonderen Maß erzeugen. Also auf der Baustelle, wenn der Bagger da um 23 Uhr noch rollt, dann ist irgendwas falsch. So, die muss man, und das gilt für Arbeitstage, also da geht ja, oder für Werktage, und da geht der Samstag ja mittlerweile auch zu. Aber die wenigsten Baustellen, muss man ja sagen, bedienen den Samstag, ne? Weil ja, das ist jetzt auch nicht Standard. Und die wenigsten Baustellen fangen um 6 Uhr an. Also das früheste ist wirklich so, eigentlich so das 7 Uhr, wo man sagt, naja, da sind eh viele Familien stehen da auf, weil Schulstart um 8 ist. Also viele Familien sind um 7 wirklich schon wach oder stehen gerade auf. So, ne? Deswegen ist es so eine Zeit, wo man sagt, ab da beginnt das Leben sowieso, und deswegen kann man da auch jetzt das Leben da draußen beginnen lassen. Natürlich sind gerade ältere Menschen, die noch nicht unbedingt um 7 Uhr aufstehen müssen, wenn sie nicht irgendwie Termine haben, oder vor allem sind natürlich schichtarbeitende Menschen besonders betroffen davon. Für die ist es natürlich schwierig. So, ne? Und da setze ich eben auf den Dialog mit denen, wirklich mit der Baufirma, wenn es da besondere Fälle gibt, wo man sagt, so Mensch, Leute, ey, lasst mir wenigstens, wir haben hier wesentlich viele Neugeborene, könnt ihr hier irgendwie zwischen 11 und 13 Uhr oder so, ne, viele Kinder oder was weiß ich, oder Schichtarbeiter, können wir die Mittagsruhe bitte beachten? Oder da ist eine Schule um die Ecke, achtet da ein bisschen drauf. Also eigentlich geht es in meinem Gespräch. Man muss natürlich sagen, die müssen irgendwie bauen. Also zu sagen, die sollen jetzt um 9 anfangen oder um 10, und dann dürfen sie aber von 12 bis 14 Uhr nicht und am besten ab 16 Uhr nicht mehr, weil, keine Ahnung, dann wird es natürlich schwierig. So, ne? Deswegen da wirklich gerne auch, ja, entweder sich an uns wenden oder den Kontakt für die Baufirma. Besonders überschreitender Lärm, also wenn es jetzt Verdichtungsarbeiten gibt, Verdichtungsarbeiten sind sehr hochbelastender. Da wird der Boden wirklich gepresst mit so einer Presshammer, und da wackelt dann auch gerne mal das Haus, und man hat wie so eine Basswumme. Die müssen genehmigt werden, die dürfen auch nicht über Wochen hinweg stattfinden, und die dürfen zum Beispiel nicht jetzt schon um 6 Uhr morgens damit beginnen, sondern da müssen wirklich genehmigungsfreie Zeiten dafür gehen. Das ist zum Beispiel ein Phänomen, was wir in Corona gemerkt haben. Es gab darüber früher seltenst Beschwerden. Jetzt, wo natürlich viele dann zu Hause irgendwie saßen oder im Homeoffice saßen und dann Karlshorst zum Beispiel haben wir ein Bauvorhaben, da haben die dann verdichtet. Das ist natürlich die Hölle. Also wenn du da zu Hause arbeiten musst und dann hast du so eine Verdichtungsmaßnahme, das ist wirklich sehr schwierig zu ertragen. Aber da waren wir dann nachher irgendwie auch vor einem Problem, dass wir wussten, naja, die Baustelle muss ja irgendwie vorankommen, und das Homeoffice wird auch noch in den nächsten 4 Wochen sein. Da haben wir dann probiert, eine Lösung zu finden, dass wir das wirklich zeitlich Intervalle hatten, dass es, also die vorankam mit dem Verdichten und die im Homeoffice auch ab und zu mal eine Ruhepause hatten. Da ist aber das Recht überhaupt, also da gibt es kein Recht, was sagt, okay, wenn, wir sehen nicht, 30% in der Nähe zu Hause ist, dann musst du da irgendwie Rücksicht machen. Theoretisch können die dann durchziehen von Recht her.
Deswegen ist dieser Dialog so wichtig, im Gespräch zu bleiben. Ist ja auch eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn wegen Corona alle Leute auch mehr oder weniger zu Hause sind. Das bedeutet, man hört die Nachbarn viel, viel mehr. Also deswegen ist es sowieso ein bisschen anstrengender. Die Kinder werden zu Hause betreut, dann geht es ja sowieso hoch her, wenn die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind. Und dann gibt es noch so einen Presslufter mal im Hintergrund. Andererseits, wem hilft es, wenn das dann irgendwie 3 Monate sich streckt oder dann irgendwie nach 3 Wochen schon fertig wäre, ne? Also was ich vielleicht als Fazit hier so aus meiner Sicht sagen kann, das Bezirksamt und der Bezirk und auch Sie als Bezirksstadtrat scheinen aus meiner Sicht im besonderen Maße interessiert, da die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Dafür gab es ja jetzt auch solche Veranstaltungen wie eben hier in der Kiezspinne, wo eben direkt eingeladen wurde und auf Dialog gesetzt wurde. Und vielleicht kann man das eben als wunderschönes Fazit zu diesem Bauvorhaben mal mitnehmen, dass der Dialog hier an dieser Stelle in Zukunft noch wichtiger sein wird. Und so wie ich das von Ihnen gerade verstanden habe, ist es schon so, dass Sie immer ein offenes Ohr für die Kiezbewohnerinnen und Bewohner haben. Und wenn sich dann die gleichen Beschwerden häufen und da vielleicht doch irgendetwas besonders belastend ist, Sie sich dann für diese auch einsetzen können. Habe ich das richtig verstanden? Absolut, also ich stimme, wir hören ja, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer hören ja nur und sehen mich nicht, ich nicke ja hier gerade fleißig. Ja, deswegen ist es auch ein Grund, warum wir dieses B-Plan-Verfahren und nicht nach sogenannten Paragraph 34-Genehmigung, also ohne längeres Verfahren, handhaben, weil uns gerade eben diese Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Gebiet hier, Frankfurt Allee Süd, wo wir viele Menschen haben, die hier wohnen, extrem wichtig sind, dass die mitgenommen werden. Und deswegen, ja, und wir haben ja auch eine Referentin bei uns im Bezirksamt, die für Bürgerinnenbeteiligung bei Bauprozessen verantwortlich ist. Und deswegen schreiben wir das hier wirklich ganz groß. Natürlich heißt es nicht immer, alles kann von jedem mitbestimmt werden, so, ne? Das wird dann auch schwierig. Aber den Dialog und gerade wenn bestimmte Punkte hier wirklich aufpumpen, wo man sagt, oh, hier gibt es wirklich ein großes Widerstreben, setzen wir hier auf einen knallharten Gespräch auch mit denen, die das vorhaben, prägen. Da gibt es noch ein anderes, ja, Bauvorhaben, eine andere Entwicklung im Bezirk Lichtenberg und speziell hier im Bereich Frankfurter Allee Süd, die für zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner doch ein Herzensanliegen ist und doch teilweise sehr emotional gesehen wird. Das kann ich hier als Geschäftsführer dieses Sozialträgers der Kiezspinne durchaus so sagen, nämlich das Mauritius-Kirch-Center. Das begleitet uns schon einige Zeit, also mehr als 2 Jahre sind wir jetzt eben in der Begleitung, dass wir doch immer wieder so eine gewisse Verunsicherung hier im Wohngebiet merken. Können Sie da kurz nochmal drauf eingehen, was dort eben die Zukunft bringen wird, beziehungsweise wie der Stand der Dinge jetzt gerade ist? Ja, gerne. Das ist ja auch ein Thema, was uns treibt, was mich aber auch freut, dass es uns irgendwie umtreibt, weil das zeigt, dass die Menschen hier in der Nachbarschaft ein hohes Interesse für ihre Nahversorgung haben. Während wir ja gerade berlinweit diskutieren, oh Gott, wie geht es eigentlich weiter mit den Einkaufszentren? So, ne, gibt es da einen hohen Leerstand? Amerika mahnt uns da enorm. Also die haben gerade ein Drittel ihrer ganzen Einkaufszentren in den letzten Jahren schon verloren. Haben wir hier also ein Center, was erstmal nicht wirklich lukrativ oder attraktiv ist, so wenn man da vorbeigeht oder da auch mal reingeht. Umso begeisterter bin ich, dass es die Menschen aber eben interessiert, dass das A gut wird wieder, das Center, dass es nicht verschwindet und dass ihre Nahversorgung bleibt. Das sind erstmal sehr gute Voraussetzungen, um hier ins Gespräch zu kommen, wie wir dieses entwickeln und die Menschen wollen darüber reden. Ich persönlich bin seit na, fast einem anderthalb Jahr, na, seit April 2020, also ein Jahr und ein bisschen mehr als ein Jahr, ein Vierteljahr, jetzt Stadtrat und ich glaube im August oder Mai letzten Jahres habe ich die ersten Gespräche zu diesem Center geführt, weil es einen neuen Besitzer gibt. Firma Euroboden hat dieses Center erworben. Ich glaube, vorher ging das auch schon durch unterschiedliche Hände. Und mit denen haben wir getroffen, weil ich jetzt wissen wollte, was planen die mit dem Center, wie geht es da weiter, weil es ja schon einen gewissen Leerstand gab und wie gesagt, das Erscheinungsbild könnte man auch ein bisschen verbessern. Und genau, und es war eigentlich relativ Glück, dass ich da das Gespräch suchen wollte, weil, wie gesagt, ich habe dann erfahren, dass es quasi einen neuen Besitzer gibt und der sich eben auch Gedanken machen wollte, wie es eigentlich weitergeht. Wir haben dann relativ schnell darüber gesprochen, also welche Bedeutung hat das für mich, also aus meiner Sicht des Stadtrats, aus dem Bezirk, dieses Center, und wo sollte die Reise hingehen? Ganz klar war für mich, dass dieses Center in der Grundstruktur erhalten bleiben muss. Also dass es ein wichtiger Standort ist, was die Post betrifft, was die Apotheke, die Gesundheitsversorgung betrifft und dieser typische Nahversorgungsanteil ist. Und der, habe ich von dem ersten Gespräch gesagt, diese Punkte müssen bewahrt bleiben. So, gerade die Post, ich glaube, wenn die hier oder wegfällt, ich weiß gar nicht, ich glaube, S-Bahnhof Storkower Straße ist der nächste Poststandort, aber es ist auch nicht wirklich ein Post, sondern es ist in so einem Späti mit drin. Also ich weiß gar nicht, wo hier die nächste
Post dann wäre, und die ist ja gerade für ältere Menschen sehr wichtig. Und auch die ärztliche Versorgung sehr, sehr wichtig. So. Das hat er dann damals notiert und aufgegriffen. Wir haben es dann nochmal schriftlich nachgeliefert. Habe dann auch im Ausschuss immer probiert, davon zu berichten, dass es die Gespräche gibt, damit auch ein bisschen die Öffentlichkeit mitgenommen ist. Aber wie so bestimmte Dinge dann ja auch sind, erreicht man nicht jeden. Beziehungsweise andere hören andere Stories und dann gibt es so gewisse Selbstläufe. Jetzt hatten wir wieder ein Gespräch, wo dann so die Planung für den Investor ein bisschen konkreter wurden. Und da konnten wir uns darauf einigen, dass wir, weil mir das auch sehr wichtig war, dass wir nicht in den Abriss gehen. Also, dass, wenn hier was entwickelt wird, quasi probiert wird, aus dem Bestand zu entwickeln. Also, natürlich vielleicht gewisse Dinge weitergebaut werden oder zusätzlich Umgebaut werden. umgebaut werden, genau. Aber dass es nicht zu einem Abreißen kommt. Warum ist oder die Revitalisierung aus dem Bestand wichtig? Da kann man in Bauabschnitten planen. Also, man könnte zum Beispiel wie die Post theoretisch immer gucken, ob man sie am Center irgendwie Standort verschiebt oder belässt, damit sie quasi den Betrieb weiter aufrechterhalten kann. Und man hat nicht das Gefühl, es verschwindet was und keiner weiß, so kommt dann wirklich was. Dazu hat sich der Besitzer oder diejenigen, die das entwickeln wollen, dann auch erstmal auch bekannt, dass sie diese Variante erstmal angehen wollen zu planen. Und in diesem Status sind wir jetzt gerade, zu gucken, was stellen sich die Inhaber vor und was ist auf dem Standort möglich. Also, wie können wir es weiterentwickeln? Können wir die Interessen zusammenbringen? Mir ist immer wichtig, dass, wie gesagt, die Angebote, die wir jetzt haben, gewisserweise bleiben. Und diesen Zusage, dass das probiert wird, haben wir auch erstmal von den Investoren. So, ne? Zum Teil, oder nicht nur zum Teil, die Frage ist ja auch immer, wie machen die, die vor Ort sind, wie gehen die damit? Also, wollen die den Standort zukünftig auch weiter bespielen? Können sie es über die Bauarbeiten bespielen? Wie sieht auch die vertragliche Situation aus? Also da sind ja auch viele Punkte, in die ich nicht persönlich involviert bin, aber auch hier wieder bin ich intensiv im Gespräch und der Weg sieht erstmal gut aus. Also zumindest von den Dialogen, die wir führen und die Veranstaltung hier in der Kiezspinne dazu war dann auch schon wieder ein frühzeitiger Teil, wo wir dann darüber informieren konnten und also dass hoffentlich die Verunsicherung, dass das Center generell verloren geht, was nicht von uns geplant wird, auch nicht von den Eigentümern, hoffentlich auch ein Stück weit erstmal zurückgefährt. Es gibt, glaube ich, ein ganz großer Herd der Verunsicherung. Also die Kiezbewohnerinnen und Bewohner sind ja mit auch Betreibern von unterschiedlichen Gewerben dort in Kontakt. Und einzelne Mieter, also die Mieter sind ja an sich bis Ende 2022, wurden nach meinem Kenntnisstand bisher Kündigungen ausgesprochen. Deswegen, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer Punkt, weshalb eben dort große Skepsis einfach auch im Bezirk ist. Wird es denn ein Bebauungsplanverfahren geben? Wissen Sie das schon? Also es Oder? kommt natürlich, also genau, es gibt Verträge, die auslaufen, die werden dann, glaube ich, jetzt gerade nicht verlängert. Es gibt Verträge, die bis Ende 2022 laufen. Die Post zum Beispiel hat noch viel, viel längere Verträge. Also die sind da an dem Standort wirklich gebunden. Wie gesagt, so eine Bauarbeit ist natürlich immer so ein Grund. So, ne, wenn man sagt, okay, ja, wir würden ja hier bleiben, wenn ihr uns meine Räumlichkeiten aber nimmt, dann wird der Mietvertrag ja irgendwie etwas schwierig. Ne? Und Kann man Kündigung aus außerordentlichem Grund, ne? Genau, Also so. das Also ist da kann auch die Post aus sich heraus ja. kündigen. So, ne? Also da muss man auch mal ehrlich sagen. Deswegen ist es hier wichtig zu gucken, wie wir das hinkriegen, dass keiner von beiden, also weder die Post noch der Centerbesitzer, quasi diesen Standort aufgibt für die Post, so, weil ich den extrem wichtig finde für die nächsten Jahre. So, Apotheke ähnlich, Apotheke, ne? Also genau. gerade für Frankfurter Allee Ja. Süd. Gerade es gibt ja doch sehr, sehr viele Rentner, die nicht so gut zu Fuß sind, die das unbedingt brauchen, hier die Ja. kurzen Wege zu haben, wo dann eben auch die Betreiber der Apotheke nicht unbedingt jetzt fernab der Frankfurter Ja. Allee einfach einen neuen Standort aufmachen können. Ich glaube auch, dass ein Teil dieser doch emotionalen Ebene dieser Diskussion ist aus dem Grund, dass dort bestimmte, ja, ganz neuralgische Punkte dort angesiedelt sind, die eben ganz besonders von den Leuten mit den besonderen Bedarfen genutzt Ja werden, klar, ne? also das ist ja auch verständlich, wenn du, also viele von denen, das finde ich ja so toll an dem Kiez, viele Menschen wohnen ja hier wirklich schon ewig. Die haben vielleicht noch mit, oder viele von denen haben ja wirklich auch gesehen, wie das Center in den 90er Jahren irgendwie entstanden ist, glaube ich, Anfang der 90er gebaut worden. Also, ne, und haben da ihren Nachfolger. Also für junge Menschen scheint der Dringcenter immer um die Ecke, aber für eine ältere Person ist das jetzt wirklich nicht so leicht. Ne? Du musst da naja, irgendwie zwei große Straßen überwinden und du hast schon ein Stück zu laufen. Und gerade wenn du Gehprobleme hast oder Bei Wind Ruin, und Wetter. genau, ist das schon so ein Center um die Ecke natürlich gut. Deswegen ist erstmal dieses Bekenntnis auch von den Inhabern, dass sie dieses Center am Ort halten wollen, so wichtig. Und das müssen wir jetzt nachfüttern.
dass wir das wirklich so schaffen. Ein Bebauungsplan ist erstmal nicht geplant, weil wir quasi keine große also der Standort, wo man Wohn und Gewerbe machen könnte, weil das Umfeld sich durch Wohn und Gewerbe prägt. Also der Standort an sich ist Gewerbe, drumherum ist Wohn. Also ist Gewerbe und Wohnbauen dort rechtlich zulässig. So. Was anderes kennen wir nicht. Was anderes wird da auch nicht verfolgt. So, deswegen brauchen wir da kein B-Plan-Verfahren. Und wenn wir in diesen Beteiligungsschritten so weit gehen, dass wir sagen, okay, die Menschen fühlen sich mitgenommen, die Menschen werden wahrgenommen und das läuft relativ, also konfliktfrei. Jedes Vorhaben, jede Bebauung führt auch bei bestimmten Menschen zu Widerspruch. Aber wenn wir das Gefühl haben, wie gegenüber mit dem HVG-Bau, eine grundsätzliche Unterstützung ist da, können wir auch den Weg da gehen. Aber es kommt natürlich auch ein Stück weit darauf an, was der Vorhabenträger plant und ob das nachher ohne B-Plan abzubilden ist. Aber meine grundsätzliche Sicht ist erstmal auf Grundlage der Gespräche, die ich geführt habe, können wir hier wirklich in einen Diskussionsprozess einsteigen, wo dann auch über die Genehmigung diskutiert wird und sie nicht mit der Brechstange durchgeboxt wird. Und deswegen ist erstmal kein B-Plan-Verfahren geplant. Gibt es denn einen konkreten Planungsstand und eine konkrete Zeitschiene? Ist das schon so weit fortgeschritten an der Stelle? Also ich glaube, gefühlt werden wir jetzt oder sind wir jetzt auch gehen wir jetzt in die Gespräche mit dem Stadtentwicklungsamt, also dass der Vorhabenträger sagt, okay, er ist sich über die Nutzung relativ sicher. Also er hat sich jetzt den Kiez angeguckt, hat eine sehr intensive Studie gemacht über das Wohngebiet, wer wohnt hier eigentlich, wie ist die Ausstattung hier, wie wird das Center genutzt, welche Schwerpunkte sollen da gelegt werden, Gesundheit und Post, Apotheke etc. Erwähnten wir, welche Mangel gibt es hier im Bezirk auch. Ich habe auch gesagt, dass man zum Beispiel auch gucken könnte, ob man nicht vielleicht auch in dieses Kiez soziale Angebote also als Zweigstelle der Kiez spielen. Oder man kann die Kita daneben gucken, so braucht die vielleicht Bedarfe. Also sowas wurde jetzt abgeklopft und jetzt geht es darum, das baurechtlich irgendwie abzubilden. Also jetzt fangen die Gespräche an, quasi wie es baugenehmigungsmäßig fähig werden kann. Ja, und dann denke ich mal, wenn die Bauarbeiten, denke ich mal schon 2022 so, also naja, wenn die letzten Verträge Ende des Jahres da vielleicht auslaufen, aber ich glaube, dass das schon so im nächsten Jahr konkreter sein sollte. Also dann wahrscheinlich Klarheit über die Bauvorhaben bestehen sollten und dann je nach Masse, je nach Umfang wieder in einen Baugenehmigungsprozess, also nach Paragraph 34 gehen können oder vielleicht doch einen B-Plan bräuchten. Also das wird davon abspiegeln. Was ich nicht möchte, ist, dass wir hier einen langen Leerstand haben, weil das dann natürlich immer dazu führt, dass so Gegenden abgewertet gefühlt zumindest entstehen. So, ne? Also wenn jetzt natürlich in dem Center immer mehr Verträge auslaufen, so wenn das Center immer leerer läuft, wird das nicht dazu führen, dass man sagt, Mensch, für diesen Standort kämpft man noch so. Ne? Und diesen Willen, diesen Standort zu entwickeln, den würde ich gerne mitnehmen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass Das ist auch wir. genau so ein Kritikpunkt, weil man. Also, das wird uns immer wieder mitgeteilt, dass das so eine Art Konsens ist, dass man den Eindruck hat, dass momentan nicht allzu viel investiert wird, weil eben noch nicht so viel klar ist von der Zukunft. Und das führt dann eben dazu, dass das doch eben, ja, dieses Gebäude altert und alles damit einhergehende und dass eben auch da für die Mieter das nicht ganz einfach ist, eben dort ja, das Licht am Ende des Horizonts zu sehen. Genau, wann werden denn da die Bürgerinnen und Bürger konkret informiert? Wissen Sie da das schon einzugrenzen an Also, der wie gesagt, Stelle? wir haben jetzt diesen ersten allgemeinen Austausch am 19.07., wo es ja vor allem um die generellen Vorhaben erstmal, also, dass der Vorhabenträger sich vorstellte und dass wir da welche Nutzungsziele er verfolgt, dass wir als Bezirk an dieses Standort festhalten möchten so, und nicht das Center aufgeben wollen. Also diese Informationen, die wir ja gerade besprochen haben, die sind da. Wann es die erste wirkliche Baustudie, also ne, wie sieht es nachher aus, gibt, das hängt jetzt natürlich auch davon ab, so wie weit der Vorhabenträger oder der Inhaber quasi mit seinen Architekten ist und wie dann das Stadtentwicklungsamt dazu steht. Ich bin immer ein Gegner davon, so gibt ja mal so Anfangsbaustudien, ne? Da wird einfach mal erstmal so ein Klotz hingeworfen und dann wird mal geguckt, so ist der möglich, so, ne? Das Stadtentwicklungsamt so, ja, so und dann feilt man an diesem Klotz rum und irgendwann wird eine Bebauungsidee draus. So, und selbst diese Idee, die wird dann nochmal angepasst und so, ne? Deswegen bin ich immer so nicht so ein Freund davon, irgendwie die erste Grundidee rauszuhauen, weil meine Erfahrung ist, so eine Bilder kriegst du ganz schwer eingefangen. So, ne? Und selbst wenn ich dann sage, nein, ich finde das auch nicht gut, dann wird dieses Bild fotografiert und dann geht dieses Bild durch den Kiez und dann wird irgendwo, aber hier, der Hündiger hat doch gesagt, der wollte, dass das da sich entwickelt und jetzt haben wir das, das wollen wir nicht.
Da wird nicht mehr differenziert. Deswegen bin ich zumindest immer interessiert, dass Dinge, die erstmal grundsätzlich, wo man sagt, so, das wäre erstmal wahrscheinlich möglich. So, noch nicht definitiv, aber das, was wir hier sehen, wäre erstmal möglich und damit dann in die Diskussion zu führen. Das führt dann wiederum aber manchmal zu, ja, jetzt hat der Hönige schon gesagt, das wird möglich, jetzt ist ja alles schon genehmigt, sondern also diesen Spagat zu wagen zwischen nicht zu früh irgendwelche Schreckgespenster in den Orbit jagen, die man selber nicht will, und zwischen dem Gefühl, den Menschen vermitteln, ja, jetzt ist da eh schon alt entschieden, jetzt können wir hier noch über die Außenfarbe diskutieren, das will ich auch nicht. Also prinzipiell bin ich, glaube ich, jemand, der dafür, also zumindest wird mir mal gesagt, ich soll nicht mal so früh losrennen, aber ich bin, glaube ich, jemand, der eher früher informiert als zu spät. Und deswegen hoffe ich, dass wir Ende des Jahres oder im Laufe dieses Jahres, na, wir sind dann im August, so, also die Gespräche dürfen jetzt auch nicht mehr ewig dauern. Ich glaube, auch der Investor möchte ja irgendwann mal Klarheit haben, in welche Richtung geht es hier eigentlich, dass wir im Laufe des Jahres hier wirklich die ersten Ideen der Bebauung schon noch hinkriegen und dann darüber auch gerne sprechen können. Ich glaube, in den Nutzen sind wir uns sicher oder einig. Das ist ja auch das, was wir von den Anwohnern kriegen, dass sie diese Nahversorgung erhalten wollen, die Post, die Gesundheitsversorgung und etc. Und ansonsten nachher, ob da noch der, ob noch soziale Angebote, ob noch Wohnen stattfindet. Ich glaube, das sind ja dann erstmal zweitrangige Sachen, wo Menschen gibt, die werden sagen, ja unbedingt, andere sagen, ist mir egal, andere sagen nein. Ich glaube, da wird es dann erstmal bei der Nutzung erstmal gar nicht so eine Diskussion geben. Nachher die Art der Bebauung wird halt möglich sein. Was man unter uns auch mal ehrlich sagen muss, ist, dass wir sind ja da umschlossen von Hochhäusern. Theoretisch könnte der Center auch abreißen und dann Hochhaus hinbauen mit Wohnungen, sondern das will ich halt nicht. Ich möchte halt diese Nahversorgungsstruktur erhalten. Deswegen würde nachher auch so ein Stück weit der Ring sein mit dem Investor, dass man guckt, oh, wie kann der vielleicht auch Gewerbemieten quersubfinanzieren? Also welche Möglichkeiten können wir denen vielleicht sagen, dass wir sagen, okay, ne, die Apotheke kann sich jetzt auch nicht riesenteure Mietflächen leisten. Also wie können wir vielleicht gucken, dass die Gewerbegebieten billig werden, indem wir noch zusätzliche Angebote schaffen können? Das werden so Diskussionen sein, aber ja, genau. Und das hoffe ich, dass wir diesem Jahr so weit hinkriegen, dass wir wissen, so was stellt er sich da vor, baumassemäßig, und bis wohin könnten wir erstmal vielleicht mitgehen. Und Sie hatten ja vorhin gesagt, dass das Center doch, dass da mehrere Eigentümerwechsel in der Vergangenheit stattgefunden haben, was, glaube ich, auch für eine gewisse Unruhe sorgt bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Es ist schon irgendwo menschlich sicherlich sehr verständlich, auch wenn es jetzt nicht das Unüblichste ist, wenn es dort eben unterschiedliche Investoren gibt, die das erstmal sich sichern, dann kalkulieren, dann doch nochmal das anpassen. Was haben Sie denn für ein Gefühl bei dem jetzigen Investor? Glauben Sie, dass der die Belange des Kiezes und der Anwohnerinnen und Anwohner sieht? Also man wird natürlich immer wieder enttäuscht oder man wird auch manchmal positiv überrascht. So, ne? Also so gerade so Bausachen, die dauern ja auch meistens echt Jahre und geschehen Dinge, die man wirklich nicht wusste. Deswegen unterstelle ich erstmal niemandem was Böses. So, mit ihm habe ich aber das Gefühl, dass wir wirklich seit ja, über einem Jahr jetzt wirklich intensiv im Austausch sind. Ich auch merke, dass die Dinge, die ich erzähle, wahrgenommen werden, wir immer wieder involviert werden, ne? Also es ist wieder wie diese Frage Abriss oder nicht. Und ich dann gesagt habe, ich möchte keinen Abriss. Und ich glaube, es ist schwieriger, aus so einem Bestand heraus zu entwickeln, gerade weil diese Bebauung ist auch irgendwie sehr komisch. Weil wenn man sich Luftbilder aussieht, sieht man eigentlich auch erstmal diese Struktur dieses Gebäudes und allein diese Tiefgaragensituation, die Türen sind frei zugänglich, das ist relativ komisch geschnitten und so. Also eigentlich aus meiner Erfahrung brüllt alle danach, na warum soll ich das jetzt irgendwie weiterbauen oder modernisieren, abreißen, neu ist doch viel besser. Aber er hat gesagt, okay, dann wird er diesen Wunsch wahrnehmen und probieren, so zu planen, dass man es machen kann. Und alle Ideen, die er mal erzählt, beruhen auf dem, was da ist. Und deswegen ist das so ein Zeichen. Er hat relativ schnell selber immer wieder davon gesprochen, dass es ein Kiez ist mit auch vielen älteren Bewohnern, beziehungsweise viele Familien, dass diese Center zwar in der Ringcenter zwar in der geografischen Lage total dicht ist, aber in dieser Barriere durch diese Hochhäuser, wo wir zwar diesen kleinen Tunnel haben, aber diese Riesenstraße, auch bis zur Straße, dieses Grünstreifen und so, also an sich schon abgeschlossen ist und deswegen diese Nahversorgung schon wahrgenommen werden muss. So, ne? Ob jetzt dort noch ein kleiner Supermarkt wieder entsteht, das weiß ich jetzt nicht so. Also so detailliert waren wir jetzt noch nicht in den Gesprächen. Aber ich glaube ja, also zumindest dieses Gefühl habe ich immer wieder.
Er nimmt sehr deutlich wahr, was wir über den Kiez erzählen und dass er auch selber diese Studie über den Kiez gemacht hat. Was sind hier bauliche Strukturen? Welche Nutzung haben wir eigentlich so? Das zeigt ja schon, dass er ein hohes Interesse daran hat, den Kiez wahrzunehmen. Und deswegen bin ich erstmal immer bis jetzt sehr positiv aus diesen Gesprächen rausgegangen und frohen Mutes auch, dass er sich dieser Diskussion am 19.07. stellt, wo er für ihn noch selber noch gar nicht viel fix ist. So, ne? Ist ja auch immer einen Schritt weit. Eine Gefahr zu sagen, so jetzt, wenn ich selber noch kein Angebot habe, schaffe ich die Frustration oder lasse ich mir von anderen erzählen, finieren, was ich eigentlich zu bauen habe. So, ne? Muss man ja nicht machen. Deswegen so, und wenn die Offenheit bis zum Schluss bleibt und dieses Mitgehen in diesen Dialog, den wir hier von Anfang an teilen, kann es echt gut werden. Ja. Traue ich mich da ein Fazit zu sagen, Sie bleiben dran Auf jeden und Fall. sind in guten Gesprächen. Das. Also ich danke auch, muss ich mal ehrlich sagen, auch hier bei den Anwohnern, dass die hier auch sofort merken, so, oha, da ist was, so, ne, auch zu den Veranstaltungen kommen. Es hat hier sogar schon eine kleine Bürgerinitiative gegründet, zum Mauritiuskirchcenter, so. Ich habe mit ein paar Leuten jetzt telefoniert. Wir haben diese Rückmeldung auf diese Veranstaltung gekriegt, die relativ schnell total voll war, was jetzt natürlich in Corona-Zeiten nochmal schwierig sind. Also man merkt ja auch, ne, aus der Bevölkerung kommt hier wirklich der Drang, Dinge mitzugestalten und das ist echt ein super Ding. Deswegen, ja, bleibe ich da auf jeden Fall dran und probiere ja auch immer in den Ausschüssen Stadtentwicklung oder Wirtschaft zu informieren, wie der Stand hier ist. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr, sehr besonders an der Bevölkerung hier in der Kiezspinne, beziehungsweise rund um die Kiezspinne, beziehungsweise Frankfurter Allee Süd, dass dort die Leute wahnsinnig engagiert sind. Dass es sie interessiert, wie der Bezirk aussieht. Und unser Bezirksbürgermeister hat ja mal so schön gesagt, dass Berlin-Lichtenberg einer der am meisten unterschätzten Bezirke Berlins ist. Ich gehe da mit, ich bin da ganz der ähnlichen Meinung. Und ich glaube, dass das ganz maßgeblich auch durch das Engagement der Bürger und Bürgerinnen und Bürger definiert und gewährleistet wird. Und dementsprechend, ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn eine gewisse Egalität dem Wohnfeld gegenüber einsetzt. Und dieses Risiko sehe ich hier an sich nicht gegeben. Was denken Sie? Dass wir hier viele Menschen haben, die hier wirklich schon ewig wohnen. Und die auch noch diese Gabe haben, zu sagen, ich wohne hier nicht nur ewig und mir ist alles egal, sondern sie wohnen hier und ihnen ist der Kiez sehr wichtig. So, ne? Wir haben mit der Kiezspinne einen Riesenort, der ja auch total wichtig ist, weil die Menschen immer wieder hier zusammenkommen, sich vernetzen können, so nicht und auch total niedrigschwellig sich vernetzen können. Ne? Du kommst hier hin durch eine grüne Wiese, findest eine Parkbank, kannst ein leckeres Mittagessen holen oder nachmittags ein Getränkchen so, ne? Und sitzt hier und kommst einfach ins Gespräch. So, ne? Die Akteurinnen und Akteure sind hier vor Ort und dadurch haben wir hier natürlich auch nicht nur, dass wir Menschen haben, die sich interessieren, wir haben auch noch Gegebenheiten, die dieses Interesse bündeln können. Sie sind ansprechbar immer, so fangen Dinge auf, spiegeln das wieder zurück an die Menschen oder an uns Politik. Also wir haben hier das, was ja vielerorts probiert wird, so auch ein bisschen zwanghaft irgendwie ins Rollen zu bringen, irgendwie gegeben. So, ne? Und ich glaube, das ist auch das Problem von vielen so hippen Teilen vom Bezirk, von Berlin, die so im Fokus sind. Da wohnen die Menschen auch nicht lange und da bleiben sie auch nicht so lange. Dann kommen die da hin, so, ne, vielleicht als Single, so, dann gründen sie Familie, dann merken sie selber auch irgendwie ist mir diese Bar-Szene hier echt zu laut. Ich bin ein Kind, habe Kinder, so, wo sollen die eigentlich spielen? Ziehen da wieder weg. So, ne? Und wir haben hier halt eben viele, die haben hier Kinder gekriegt und die wohnen heute hier und spielen vielleicht mit den Enkelkindern hier. Und deswegen ist das ein Riesenschatz. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass Lichtenberg wirklich ein cooler Bezirk ist. Merken wir auch. Also der Zuzug ist ja enorm. Menschen wollen nach Lichtenberg ziehen. Wir gehören zu den Bezirken, die nicht an Einwohnern verlieren, sondern an Einwohnern gewinnen. So, ne? Ja, deswegen ist es cool, wenn es so ist. Und wenn wir so eine Menschen haben, die sich hier engagieren, ist das ein Riesenschatz. Und deswegen sollte man auf die Menschen hören und sie nicht ignorieren. Ganz sinnbildlich möchte ich ganz kurz zum Abschluss so einen Moment, der mich das letzte Jahr ganz geprägt hat, nochmal offenbaren. Wir hatten hier in der Kiezspinne ein ökologisches Projekt gemacht, wo wir eigentlich ganz Frankfurter Allee Süd und Umgebung mit Hochbeeten und Vogelhäusern gepflastert haben. Also wenn man hier durch die Wiesen, durch die Straßen geht, man sieht davon sehr, sehr viel. Egal, ob es jetzt bei Wohnungsbaugenossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften, Kitas, Schulen oder ähnliches ist. Und bei einer Wohnungsbaugenossenschaft, die hier ansässig ist, da hatten wir auch eben darüber geworben und informiert, dass eben jetzt diese Hochbeete dort stehen, dass die auch nachhaltig gebaut sind, dass die auch sehr stabil gebaut sind, so dass die jetzt bewirtschaftet werden können mit Kräutern, mit Blumen zum Schutz von Insekten und ähnliches. Und dann habe ich als Geschäftsführer dann einen Anruf bekommen, wo mir dann gesagt wurde, ich finde das ja so toll, dieses Hochbeet. Und ich habe gesehen, an sich ist das für die Nachbarn. Darf ich da auch wirklich mitmachen?
Und dann habe ich gesagt, na natürlich, das ist doch für Sie. So, das ist schön, wenn Sie es auch nochmal bei der HOVOG, bei Ihrer Wohnungsbaugenossenschaft, nochmal anmelden, dass Sie das jetzt bewirtschaften, dass man das vielleicht so verteilt und ein bisschen Struktur hat, aber natürlich machen Sie das. Und dann wurde gesagt, Mensch, das kenne ich von woanders aus Berlin nicht. Und ich glaube, dass das hier gerade Frankfurter Allee Süd ein ganz besonderer Ort ist, wo ganz viel zusammenkommt, wo das Bezirksamt ein besonderes Hauptaugenmerk hat, wo die Leute besonders engagiert sind, wo die Kiezspinne dieses Engagement auch ein bisschen bündelt und zusammenführt. Und da kommt ganz, ganz viel Gutes bei raus. Und ich sehe, dass Sie sich dem verschrieben haben, dieses Gute zu erhalten und weiter zu stärken. Unbedingt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Nachrichten Frankfurter Allee Süd. Die Kiezspinne veranstaltet im September einen Kiezflohmarkt. Am Samstag, den 4.9.2021, veranstalten wir auf dem Gelände unseres Nachbarschaftshauses einen kleinen Kiezflohmarkt von 10 bis 16 Uhr. Bei gutem Wetter werden die Marktstände hauptsächlich im Außenbereich vor und hinter dem Haus aufgebaut. Bei schlechtem Wetter wird der Flohmarkt in die Räumlichkeiten des Nachbarschaftshauses verlagert. Als Marktstände nutzen wir in diesem Jahr Bierzeltgarnituren, welche nicht überdacht sind. Die Spende je Stand beträgt 5 Euro, die am Markttag fällig werden. Der Flohmarkt ist ausschließlich für Privatanbieterinnen und Privatanbieter geeignet. Ein Rahmenprogramm mit Musik, Angeboten für Kinder, Grillen und Getränke ist in Planung. Alle weiteren Informationen finden Sie im Anmeldeformular, welches auf unserer Facebook- sowie Internetseite veröffentlicht wurde. Weitere Kiezflohmärkte sind für den September in den Nachbarkiezen Fenful und Altlichtenberg geplant. Die Kunstkoffer kommen zurück. Endlich ist es wieder soweit. Die Kunstkoffer kommen wieder in die Kiezspinne. Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr können Kinder mit den Materialien aus den Koffern nach Herzenslust basteln und gestalten. Es gibt Ton, Stoffe, Holz und viel mehr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kommen Sie gerne einfach vorbei. Das Angebot ist für alle Teilnehmenden kostenfrei, denn es wird von der HOVOG gefördert. Wir danken diesem langjährigen Kooperationspartner für die stets vertrauensvolle Unterstützung. Die Verbraucherzentrale bietet nun Beratung in der Kiezspinne an. Ab sofort gibt es in der Kiezspinne jeden Dienstag von 16 bis 19 Uhr eine allgemeine Verbraucherrechtsberatung durch die Verbraucherzentrale. Hier erfahren Sie, worauf Sie beim Vertragsabschluss beim Kauf, Handwerk oder bei Dienstleistungen achten sollten und wie Sie Mängel reklamieren. Die Experten prüfen Ihren Vertrag und beraten zu Buchung, Widerruf und Kündigung. Außerdem erhalten Sie wichtige Informationen, wie Sie Ihre persönlichen Daten schützen können und sich gegen irreführende und aggressive Werbung wappnen. Die Beratung kostet 15 Euro. Empfänger von ALG2, BAföG oder Grundsicherung erhalten bei Vorlage des Bescheides oder eines gleichwertigen Nachweises 50% Rabatt. Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei der Verbraucherzentrale telefonisch unter der Rufnummer 030 214 850 oder online unter https://www.terminland.de/verbraucherzentrale-berlin/. Postkartenaktion des Stadtteilzentrums zu den Bundestagswahlen 2021. Weiterhin sucht das Stadtteilzentrum Lichtenberg Ihre Unterstützung in der Frankfurter Allee Süd bei der Postkartenaktion zu der Bundestagswahl 2021. Diese Aktion möchte Lichtenbergerinnen und Lichtenberger dazu motivieren, ihre Rechte auf Mitbestimmung auszuüben. Die Kampagne benötigt die Mitwirkung von interessierten Nachbarinnen und Nachbarn, die einem vorgeschlagenen Satzanfang vervollständigen sollen und somit ihre Meinung zum Thema teilen. Dies können Sie nun von 8 bis 20 Uhr im Nachbarschaftsorangerie tun, wenn unser Empfangsdienst besetzt ist. Anschließend werden die schönsten Ideen auf Postkarten gedruckt und in der Nachbarschaft verteilt. Ihre Rückmeldungen können Sie uns alternativ via E-Mail auf der folgenden Adresse mitteilen. info@stz-lichtenbergnord.de. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und bedanken uns für Ihre Mitwirkung. Zwei neue Mitglieder in der Bürgerjury FAS. Wir begrüßen ganz herzlich zwei neue Mitglieder in unserer Bürgerjury. Dank Ihnen ist die Jury nun wieder voll beschlussfähig und kann deshalb neue Förderanträge bearbeiten. Haben Sie eine Projektidee, die Ihrer Nachbarschaft zugutekommt? Sie können dafür finanzielle Unterstützung von dem Kiezfonds erhalten.
Die Mittel stehen für Projekte zur Verfügung, welche den Zusammenhalt im Kiez fördern oder das Wohnumfeld verschönern, wie Selbsthilfeprojekte, Pflanzaktionen, Hofkonzerte, Putzaktionen etc. Bei der Antragstellung hilft Ihnen die Geschäftsstelle, die ihren Sitz bei uns in der Kiezspinne hat. Bei Interesse melden Sie sich entweder bei Frau Kerstin Wüstner oder Frau Fiebelkorn d'Almeida e Silva unter der Rufnummer 030 554 89 635. Neues aus dem Bezirksamt Lichtenberg. Bezirksbürgermeister-Sprechstunden im August. Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst von der Linken lädt Bürgerinnen und Bürger im August zu mehreren Sprechstunden ein. Sie finden statt am Freitag, den 13. August 2021, von 12 bis 14 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Johannisfestplatz Treskower Allee in Karlshorst. Am Mittwoch, den 18. August 2021, von 15:30 Uhr bis 17 Uhr im Verein für aktive Vielfalt Riebnitzer Straße 1b in 13051 Berlin. Und am Donnerstag, den 26. August 2021, von 14 bis 16 Uhr auf dem Wochenmarkt am Storchenhof, Hauptstraße 9 bis 9d in 13055 Berlin. Lichtenbergerinnen und Lichtenberger können mit dem Bezirksbürgermeister über ihre Anliegen, Wünsche und Anregungen rund um Themen aus dem Bezirk sprechen. Eine Anmeldung für die Sprechstunde ist nicht nötig. Weitere Informationen beim Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Bezirksbürgermeister Michael Grunst, unter der Telefonnummer 030 90296 3001. Stadtbibliothek Lichtenberg erweitert Öffnungszeiten. Ab Samstag, den 7. August 2021, erweitert die Stadtbibliothek Lichtenberg wieder ihre Öffnungszeiten. Sie waren aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie reduziert worden. Pünktlich zu Schulbeginn sind alle 4 Standorte samstags wieder geöffnet und auch an Wochenenden können die Bibliotheken länger genutzt werden. Die Anna-Segers-Bibliothek, die Anton-Sewco-Bibliothek, die Bodo-Use-Bibliothek und die Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek sind ab dem 7. August wie folgt geöffnet: Montag, Dienstag und Mittwoch von 13 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr. Für Besucherinnen und Besucher der Bibliotheken besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Die aktuellen Öffnungszeiten sowie weitere Informationen sind der Website der Stadtbibliothek Lichtenberg unter www.stadtbibliothek-berlin-lichtenberg.de zu entnehmen. Weitere Spaziergangsgruppen für ältere Menschen. In den Lichtenberger Bezirksregionen Neuhohn-Schönhausen Nord, Pfennpfuhl und Friedrichsfelde Süd entstehen weitere Spaziergangsgruppen für ältere Menschen. Geplant ist, dass sich die Gruppen mindestens einmal im Monat treffen. Die Spaziergänge sind kurz und auch für Menschen mit kleinen Einschränkungen zu bewältigen. Das Angebot ist kostenlos. Unterwegs gibt es immer die Möglichkeit, eine Toilette zu benutzen. Wer Lust hat, in einer kleinen Gruppe eine gemütliche Runde zu gehen und dabei neue Kontakte zu knüpfen, kann sich an die Projektkoordinatorin Tanja Polan wenden. RBO Inmitten Gemeinnützige GmbH, Telefon 0152 2255 1690 oder per E-Mail an polan@rbo-inmitten.berlin. Sie ist auch die Ansprechpartnerin für die ehrenamtlichen Spaziergangspatinnen und Paten, die die Gruppen leiten. Insgesamt konnten bereits 8 Ehrenamtliche gefunden werden. Podcast-Reihe Release Day bringt Musik direkt in Lichtenberger Kieze. Die Podcast-Reihe Release Day startet am Sonntag, den 1. August 2021, 16 bis 19 Uhr in der Fahrbereitschaft Herzbergstraße 40 bis 43 in 10365 Berlin. Für 4 Folgen laden die Podcasterinnen Kat und Kira Künstlerinnen und Künstler ein, die in der Pandemie kaum Gelegenheit hatten, ihre Veröffentlichungen zu präsentieren. Sie interviewen sie zu neuen Produktionen und schaffen so einen alternativen Release Day. Jede Podcast-Folge wird aus dem mobilen Studio, dem Kulturama-Bus, direkt zu den Musikbegeisterten nach Lichtenberg gebracht. Um den Bus herum kann das Publikum den aktuellen Hygienevorschriften entsprechend die Musik genießen, die auf das Interview folgt. Zum Start am 1. August ist die Künstlerin Alianata zu Gast. Die in Spanien geborene und Berlin ansässige Alianata bezeichnet sich selbst als Soundobsessiv. Ob als DJ oder Produzentin, geprägt von Electro, Acid, Dub, Hyponic Techno oder industriellen Atmosphären, sucht sie immer nach etwas seltsamen Klängen innerhalb der Genres und spannt so ihren eigenen roten Faden.
Mehr Informationen finden Interessierte unter www.facebook.com/releasedaypodcast oder www.soundcloud.com/releasedaypodcast. Die Podcasterinnen setzen sich dafür ein, vor allem Personen mit Female, Trans, Inter, MigrantInnen Hintergrund eine Plattform zu bieten, um die Diversität unserer Gesellschaft wiederzuspiegeln. Weitere Informationen erhalten Sie beim Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Weiterbildung und Kultur, Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Hanno Fischer unter der Rufnummer 030-90296-3758 oder via E-Mail unter hanno.fischer@lichtenberg.berlin.de. Künstler aus dem Kiez Frankfurter Allee Süd. Unser heutiger künstlerischer Beitrag freut uns aus der Redaktion mal wieder ganz besonders. Die Gruppe Codau di Oro aus der Kiezspinne hat in unserem Hause zwei Lieder aufgenommen, welche wir in unserem Podcast veröffentlichen dürfen. Capoeira ist ein Tanzkampfsport aus Brasilien, bei welchem Selbstverteidigung, Kampfelemente, Tanz und Akrobatik zu traditioneller brasilianischer Musik miteinander verknüpft werden. Die Musik wird stets durch einen Vorsänger und einem dazugehörigen Chor zu einem bestimmten brasilianischen Rhythmus, dem São Bento Grande de Angola, ausgeführt. Der Rhythmus ist die Basis für das gemeinsame Capoeira-Spiel und hat seine Ursprünge in den Wurzeln von Capoeira, welche auf das 17. Jahrhundert zurückgehen. Die Lichtenberger Capoeira-Gruppe Codau di Oro besteht in dieser Form seit etwa 3,5 Jahren und ist bereits bei zahlreichen Stadtfesten und anderen Veranstaltungen als kultureller Beitrag aufgetreten. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der Capoeira-Gruppe Codau di Oro und ihren beiden Liedern E la la e la e la und Marinheiro Song.
no sur aquí. Marinheiro sou. Não tenho amor. Marinheiro sou. Eu sou da Bahia. Marinheiro sou. De São Salvador. Marinheiro sou. Oh, marinheiro, marinheiro. Marinheiro sou. Nem sentindo a nadar. Marinheiro sou. O foi o tombo do navio. Marinheiro sou. O foi o balançando o mar. Marinheiro sou. Lá vem, marinheiro sou. Como vem parceiro. Marinheiro sou. Tudo de branco. Marinheiro sou. Com seu bonezinho. Marinheiro sou. Lá vem, marinheiro sou. Como vem parceiro. Marinheiro sou. Tudo de branco. Marinheiro sou. Com seu bonezinho. Marinheiro sou. Marinheiro, marinheiro. Marinheiro sou. Sempre ensino a nadar. Marinheiro sou. Foi o tombo da marinheiro sou. O foi o balanço do mar. Marinheiro sou. Lá vem, marinheiro sou. Como bem parceiro. Marinheiro sou. Tudo de branco. Marinheiro sou. Como seu bonezinho. Marinheiro sou. O marinheiro, marinheiro. Marinheiro sou. Vivendo a nadar. Marinheiro sou. O foi o tombo do navio. Marinheiro sou. O foi o balanço do mar. Marinheiro sou. Lá vem, marinheiro. Como bem parceiro. Marinheiro sou. Tudo de branco. Marinheiro sou. Com seu bonezinho. Marinheiro sou. Lá vem marinheiro sou. Como bem parceiro. Marinheiro sou. Tudo de branco. Marinheiro sou. Com seu bonezinho. Marinheiro sou. O marinheiro, marinheiro. Marinheiro sou. Quem destino a nadar. Marinheiro sou. O foi o tombo do navio. Marinheiro sou. Foi o balanço do mar. Marinheiro FAS-Programm, Ihr Podcast für den Kiez Frankfurter Allee Süd.